It's taking us forever. The friendship never ends. If you wanna be my asshole, ear in my ass. Ja, so. Danke für den Einschaltungsquotienten. Alter, keine Ahnung. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Mit Fievel, dem Mauswanderer. Und Pia Shoyoka. Fievel, der Mauswanderer? Was macht der da? Der zockt mit. Der ist hier in so einem. Wir gönnen uns jetzt gruselige Puppen im Wald. Ich hab gar keinen Bock. Hast du Bock? Übel. Ich hab gar keinen Bock. Ich muss sagen, gruseltechnisch, ich bin immer nur hibbelig, wenn ich kämpfen wenn muss. Wenn wir um Ecken laufen müssen. Ja, ja. Und du bewegst dich immer so mit, ne? Bei diesem um die Ecken. Ja, ja, und ja, so ja, ja. Ich feier das. Das ist halt, mach mal ein bisschen Atmosphäre. Du sprintest hier. Okay, nochmal von vorn. Ja. Ne, darfst dich vergessen. Weißt ja nicht, ob alle die andere Folge gesehen haben. Guck die anderen Folgen, aber... Oh mein Gott. Hier hängen überall Puppen. An einem ekelhaften Baum, der aussieht wie eine Spider. I think I spider. Oh. Noch mehr Puppen. Sind das Leichen? Ich hab dir gerade ungewollt unter den Rock geguckt. Einer kleinen, unschuldigen Puppe, die nichts dafür kann. Demonetarisiert. Oh, ein Puppenwagen. Weißt du, was das Gruseligste ist, was es gibt? Diese Puppe. Nein. Okay, das ist schon ziemlich gruselig. Aber höre zu und lerne. Rollstühle. Rollstühle? Nee. Weißt du warum? Nein. Eine Puppe kann man verlieren. Ein Schuh verliert man. Ein Teddybär verliert man. Aber einen Rollstuhl, den verlierst du nicht. Eine Person, die einen Rollstuhl hat, die braucht diesen Rollstuhl. Wenn jetzt also irgendwo ein Rollstuhl in der Ecke rollt, ohne Person drin, warum ist die Person nicht mehr da? Braucht sie ihn nicht mehr? Wurde sie gefressen? Ist sie mutiert? Kann sie plötzlich laufen? Wo ist die Person hin? Du verlierst einen Rollstuhl nicht. Rollstühle sind scheiße gruselig. Spiel Resident Evil 7. Nein! Also, wir sind auf einer wackeligen Brücke. Brücken sind auch gruselig. Wie viel waren wir wetten, dass wir nicht über diese Brücke kommen, ohne uns weh zu tun oder runterzufallen? Ich wette einen Alien-Film. Wir kommen drüber. Nee. Nein, ich gehe nicht mit der Wette. Aber wir sterben jetzt noch. Na? Kein Alien-Film. Magst du trotzdem nochmal zurückgehen, damit wir sehen, was da drüben für andere Brücken waren? Weil da links sind auch noch Brücken. Ja, und? Die sind kaputt. Da ist eine Steinbrücke. Da ist eine kaputte Brücke. Noch eine Brücke. Brücke, Brücke, die sind Brücke. Alle anderen sind... Da ist eine Ziege. Siehst du? Wichtig. Manchmal muss man auch einfach zweimal hingucken. Ja. Wir haben die einzige Brücke gefunden, die noch funktioniert. Und deinen Freunden auch. Meinen Freunden? Oh, kann man... Ich muss mal ganz kurz... Was? Ja, ja, Ethan. Ich muss nur ganz kurz gucken, ob mein Video released wurde. Mein neues Bus-Simulator-Video. Ist jetzt für... Irre. Falls ihr Kalle noch nicht kennt mit seinen Busfahrer-Videos, guckt mal auf den Hauptkanal. Oh. Oh, das ist unsere Ex. Jo. Ich kann sie nicht anvisieren. Mann. Hat die da was in der Hand? Die hat das Baby in der Hand. Okay, ich habe irgendwie Angst davor, was das für Puppen sind, die diese Frau macht. Wieso ist das eigentlich unser Ex? Das ist eine gute Frage. Weil sie tot ist. Ja, aber vielleicht bin ich immer noch mit ihr zusammen. Mit einer Toten? Wir haben nie Schluss gemacht. Okay. Glaubst du, das ist eine Puppe? Glaubst du, das sind Puppen, die für uns aussehen, die echte Menschen, und wenn wir sie töten, dann fallen sie so in Puppenteile? Exactly. Oh, nee. Wir müssen jetzt wahrscheinlich gegen unsere Freunde kämpfen und das sind alles so Puppen und wir müssen die Puppen wahrscheinlich in so einen Kamin schmeißen und dann fackeln die ab und die sind aber verbunden mit der Oberpuppe und die hat dann so, aui, mein Bauch tut weh. Und dann nehmen wir ein Messer und stechen die Puppe, die Mainpuppe ab. Das Messer, was wir verloren haben, finden wir bestimmt auch nochmal irgendwann wieder und brauchen es nochmal. Bestimmt, das ist in den Wald gefallen. Katzin? Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen. Mia?
Was geht hier vor? Hm. Ich glaube, wir werden langsam verrückt. Was ist mit dir? Wieso? Da ist ein nackter kleiner Pipi-Mann. Rose ist nee. Anders. Ah. Ethan, du musst ihr helfen. Was zum Teufel ist das? Scheiße in den Sack, genau. Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Gehen wir auf einem Friedhof jetzt? Geht's dir wieder gut, oder? Das war gutes Timing, oder? Spiel weiter. Ich sag ja Friedhof. Friedhof der Kuschelpuppen? Kuschelpuppen. Wir haben jetzt immer einen Fernlasser mit dabei. Freed from desire. Your defense is terrifying. Freed from the vines of flesh. She now walks the valley of death. Geil. Benevito. Beneviento. Mia? Was? Mia Beneviento vielleicht? Ach so. That's possible. Kennen wir eine Mia? Heißt, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, bitte schreibt Uff in die Kommentare. Heißt unsere Frau Mia? Ja, es ist die Ex. Es ist nicht dein Scheiß Ernst. Wir haben die gerade gesehen. Kennen wir eine Mia? Aber hey, unsere Ex ist eine Puppe, Digga. Eine heiße Puppe. Ja, nächsten Dienstag ist Shoyoka dann nicht dabei. Was ist jetzt? Was steht denn hier so? Können wir das lesen? Das kann man nicht lesen, ne? Nee. Was ist das für eine Schrift? Oder ist das spiegelverkehrt? Das ist spiegelverkehrt, ne? Und umgedreht oder so. So sieht das aus. Ich will nur wissen, ob man hier bei dem Grab irgendwas machen soll oder nicht. Ich find's nicht okay, dass du die ganze Zeit über gutes Genmaterial bei den Schwestern reden darfst, weil du die süß findest. Aber ich darf dann nicht über unsere Ex reden, die eine heiße Puppe ist. Du wusstest bis vor einer Minute nicht mal, dass sie gemeint ist. Ja, ich muss mir ja ihren Namen nicht merken, um sie heiß zu finden. Ich will auch mal so gemeine Kommentare sagen. Ja, darfst du ja, aber da darf ich auch reagieren, Digga. Ja, aber lies mal rechts das Schild. Ja, das hast du schon gemacht. Ja. Du hast deine Erinnerung schon, also die Erinnerung kommt und die landet direkt im Müll. Ja, die geht halt da rein und da wieder raus. So. Ja. Achso, hier müssen wir... Familienfoto. Wir müssen unsere Erinnerungen abgeben. Oh, du hast aber auch ein Gehirn! Da wäre ich nicht drauf gekommen. Echt nicht? Nö. Oh, das ist heavy. Dass wir das jetzt opfern müssen. Was zum Teufel? Ein bisschen dumm, weil wir haben es durchgeschmissen und es ist nicht mehr da. Das ist mein Leben. Das Spiel ist ein bisschen unrealistisch. Ja, daran scheitert's. Kann Munition bauen. Das sagt einem das Spiel auch immer dann, wenn man es wirklich machen sollte, denke ich. Oh, ja. Eine Rohrbombe. Nee, wir haben vier Stück. Die andere, die runde. Davon haben wir eine. Okay, never mind. Haben wir auch schon eine. Willst du eine? Nein, ich will keine mehr. Willst du eine? Nee. Eine Lütte? Ja, pack rein. Okay. So. Ja, klar. Das ist auch so ein Running Gag bei Horror Games, ne? Türen müssen immer zugehen, von automatisch. Von automatisch.
Von Automatigkeit. Automatische Türen kennst du? Genau. Soll ich rein? Ich finde sympathisch, dass er hochfahren will. Ich würde auch lieber hochfahren. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob man runterfahren kann. Aber wahrscheinlich nicht. Ha! Muss nicht sein. Tut nicht Not. Nein, nein, nein. Schau mal auf den Boden. Ha! Komm, ich komme mit mir dann. Wohin denn? Wohin denn? Wir können auch wieder runter. Ich find's voll nett, dass das so... Runter? Da, nein, da geht die raus da. Aber das... Dann geht die raus da! Geht da raus da jetzt. Was wolltest du sagen? Dass da die Tür aufging, obwohl da keine Tür ist. Das war so eine Türanimation, aber es ist ja dauernd offen gewesen beim Hochfahren. Ha! Was ist mit dir? Ich hab mich richtig erschrocken. Ich bin aus Versehen mit der Maus an die Tastatur gekommen. Alter Junge, ey. Ich werde einfach 100 Jahre älter mit dir. Bruder. Ja, du musst dir überlegen, das passiert mir bei jedem Spiel. Ah, oh, fuck. Oh. Alter. Voila. Was für eine Bude. Ja, was für ein das Wasserfall. Das ist jetzt erst das Haus. Ja, da würde ich auch einziehen. Never. Wie? Wie willst du das sauber halten? Putzfrau. Putzfrau. Ja, genau. Schau mal nach links. Du kannst nicht, du musst da runter gucken. Okay, was ist denn da oben? Nein, nicht runter? Wir sind... Da! Ja, Water. Aussicht. Water. Nein, nicht das Wasser. Wir sind auf einer Klippe. Tal. Schönes Spiel. Schöne Animation. Lass den Blick streifen für die Zuschauer. In a world ja, ist ein bisschen nebelig, gebe ich zu, aber... In a world of woods, ice and water. Willkommen to Resident Evil Village, Allah. And there is a very big house and I will go into it now. Danke. Jetzt haben wir hier einen schönen, ne, jetzt hat man das Haus auch ein bisschen gespürt, die Atmosphäre, was sich der Architekt dabei gedacht hat, das da hinzubauen, ne? Jedes Haus hat auch so eine Geschichte, die es erzählt. Okay. Ich würde dann jetzt rein und die Puppenfrau wegballern. Ja, aber Workers. Mit Atmosphäre. Okay. Was ist eigentlich dein Job hier? Ich mach die Quality-Comments. Wenn man Job hier sagt, dann sagt man auch gleichzeitig Pier. Job Pier? Was ist dein Job hier? Gehirn. Gehirn. Ich bin die Gehirnmasse. Okay, und wann setzt du es ein? Ich bin so ein bisschen glibbelig. Ich schwimme in dieser Flüssigkeit. Ach, guck mal hier. Siehst du? Oh. Na, dann musst du einen Schuss abfahren, Bruder. Jetzt weiß ich, dass wir hier sind. Toll. Ich wollte sparen. Es wird aber auch nicht angezeigt, wie viele von wie vielen Ziegen wir schon weg haben. Wenn du mehr die Atmosphäre genießt, siehst du das. Ja komm, du musst doch... So ein Spiel. Gerade Resident Evil hat so viel Liebe für Details. Für diesen ganzen kranken Du weißt Scheiß. Nicht mal, wer Mia ist! Das ist ja auch kein Detail! Nein, mir! Aber Foto reinschmeißen in den Schlitz machen wir trotzdem mit Mia drauf! Aber mich interessiert die Inneneinrichtung auch mehr als meine Frau. Ich lass mich mal kurz das Haus spüren, bitte. Okay. Was gibt's dir für Schwingungen? Eine Erschütterung der Macht. Ist schon wieder so ein Kabel. Das Wolle. Wer ist er? Er hat sie gemacht. Sie. Das ist eine Frau. Ich glaube, die hat sich selbst in diese Puppe reingearbeitet. Crazy. Oder es ist zumindest ihre Erschafferin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die zur Puppe wurde. Ah, das ist zum... Weben. Das ist ein Webschiffchen von so einem Webstuhl. Kennst du das? Ja, ja, ja. Ja, kenn ich wirklich.
Ich habe früher hatten wir textiles Gestalten. Da musste ich so nähen und sticken und sowas lernen. Ich kann das ultra gut, tatsächlich. Warum hast du mir noch nie was gestickt? Ich konnte das ultra gut. Also ich würde hier einziehen. Was war das denn? Ich habe das Geräusch noch. Was ist dein Alarm, Bruder? Du musst nicht immer alles zerstören. Ja, und dann sagst du wieder... Da ist ein Bild links von uns, an dem wir vorbeigegangen sind. Was ist denn hier denn los immer? Oh. Schön. Ein Stillleben. Stillleben mussten wir auch immer malen. Das konnte ich aber nicht. Malen war nie so mein Ding. Geht's nicht rein. Das kann ich nicht deuten. Es gibt mir eine depressive Stimmung. Aber auch ein bisschen Feuer. Sieht auch ein bisschen aus wie Raclette-Käse oder sowas. Oh, Raclette. Aber schau, wie hübsch das Haus ist. Guck mal da vorne zum Fenster. Ich find's richtig irgendwie altmodisch. Da könnte meine Oma wohnen. So. Ja, aber das musst du auch renovieren. Ja. Da ist eine Rumpelkammer. Die mit viel Rumpel in der Kammer. Kennst du Rumpelstilzchen? Rumpelstilzchen? Stilzchen. Stilzchen. Rumpelstilzchen. Stilzchen. Das ist kein Stiel. Das ist ein Stilzchen. Rumpelstilzchen. Nicht Rumpelstilzchen. Nee, also wenn wir Aufnahmepause machen, google ich das. Okay. Kennst du es jetzt oder nicht? Ja, klar kenne ich's. Was ist das denn? Das ist dieses kleine Ding, das sich in zwei Hälften reißt. Rumpelstilzchen ist das Viech, das die Erstgeborene von irgendeiner Prinzessin haben möchte und dann tanzt das in der Nacht um das Feuer und reißt sich selbst in zwei an seinem eigenen Bein. Alle schreiben, dass ich recht habe. Ja, ich weiß, dass man das so schreibt, aber man spricht das ja nicht Stilzchen aus. Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen. Nein, nicht Stilzchen. Doch! Rumpelstilzchen. Nein! Weil es nicht still ist. Ihr Deutschen habt keine Ahnung von Sprache. Stilzchen. Ja, halt die Schnude. Ist es nicht sogar ein deutsches Märchen? Willst du mich jetzt also... Oh, Filme. Oh. Keine Filme. Achso. Ich dachte, ich kann die aufnehmen, aber geht nicht. Stell dir mal vor, es gab es so am Anfang des 20. Jahrhunderts schon YouTube und du musst aber so eine Filmrolle mit ins Kino nehmen und dann zeigst du so dein YouTube-Video. Hallo, hallo, meine lieben Freunde, heute zeige ich euch meinen neuen Lippenstift. Hier am Tisch war noch was Wichtigeres als Lippenstift. Tee, Service. Okay, das ist ja super wichtig jetzt. Du hast mir gerade voll meinen Moment geklaut. Ich habe gedacht, dass was aufgeploppt ist. Sorry. Rumpelstilzchen. Ich wusste nicht, dass du jetzt mit Carles Beauty Palace anfängst. Wie geht der Spruch von Rumpelstilzchen? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Rumpelstilzchen? Nein, Rumpelstilzchen. Ach komm, hör auf. Blume. Aber ich kann es nicht lesen. Nee, soll man, glaube ich, auch nicht. Ich mach vielleicht einen Tee draus gemacht oder so. Ich finde die ja schon mal sympathischer. Als die andere, weil der Tee da sieht aus wie Tee und nicht wie Blut. Ich frage mich, warum uns noch niemand töten wollte. Ich frage mich, warum da zwei Tassen sind. Das heißt, da wohnt mehr als eine Person. Oder ja, sie hatte Gast. Die Frau, die das erstellt hat, oder die Puppe wahrscheinlich, oder? Ich glaube nicht, dass die auch, Frau... Ich könnte Lara Loft anrufen und fragen, warum das so ist. Oder wir spielen das Spiel. Oder wir spielen das Spiel, das geht natürlich auch. Aber ich glaube nicht, dass die Frau hier noch ist. Ich glaube, dass die Puppe und die Frau die gleiche Person sind. Knister, knister, knister. Wir knistern. Warum ist hier ein Fahrstuhl drin? Weil die alle Bonzen sind und Fahrstühle in ihrem Boden haben. Haben wir irgendwas noch vergessen? Wir hätten noch hochgehen können, ne? Im Wohnzimmer. Sollen wir es nochmal machen? Ja. Im Foyer? Ja, ja. Bevor wir jetzt runterfahren und uns aufs Maul geben lassen. Du, 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 oder? Du, 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 ja. Du, 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 du. Genau, Tom, ich bin nicht so der Hellste. Ich bin ziemlich dumm. Danke, dass du es nochmal für mich rausgestellt hast. Mods. Ah, rechts von dir ist ein Bild. Das haben wir doch schon gesehen. Ja, ich wollte es nochmal sehen. Ich fand's cool. Leute, jetzt nervt doch nicht mit, wer recht hat. Das ist doch völlig Bums. Wir unterhalten uns darüber und dann am Ende hat irgendeiner recht. Ja, mein Gott. Ihr müsst doch nicht immer Professor im Chat spielen.
Es ist so anstrengend als Streamer. Schaukelstuhl. Das ist das zweitgruseligste nach Rollstühlen. Ja, aber das ist auch das ist in jedem Horrorgame drin. Ja, muss auch. War ja bei Resident Evil 7 auch. Diese leeren Schränke triggern mich des Todes. Ja, dass da nichts drin ist. Wer ne? hat so viele Schränke und da, füllt die dann nicht? Hier ist auch nichts. Vor allem die Leute, die dann jetzt schreiben, Pia hat recht, haben das erstmal vorher alle gegoogelt. Also wissen es selber nicht. Nervt einfach nur. Sorry, aber das muss ich nochmal loswerden. Alles gut. Rafft euch einfach mal so. Lass was halt. Stand die da eben auch schon? Ich weiß es nicht. Ha! Soll ich dich nächstes Mal vorwarnen, wenn ich schieße? Ja, bitte. Alter, die Scheiße gruselig. Hier, fahren wir Fahrstuhl? Mhm. Hier ging's nicht rein, aus irgendeinem Grund. Fahren wir mit dem Fahrstuhl, denn wir alle lieben Fahrstühle. Die waren schon bei Outlast und bei Layer Sophia so geil. So. Outlast 4, ne? Ich kenne Outlast 4. Nee, bei Outlast und bei Layers of Fear. Ah, okay, dann habe ich das nicht akustisch wahrgenommen. Ich habe nur Outlast 4 gehört. Ach so. Sie hat irgendwas mit Filmen. Die ist YouTuberin. Ja, ist sie auch, ne? Ah, da ist ein Bild von Mauzi. Ich werde schießen. Tu's nicht. Tu's nicht. Das Bild lebt noch. Es tut mir leid. Einfach jetzt ein ganzes Magazin reingebuttert. Ja. Eine Sicherungskasten. Geil. Das war es mir wert. Du nicht. Ein Büro. Ich trigger, dass hier nichts passiert. Und gleich gibt es richtig hart aufs Maul. Da kommt gleich ein Film. Da fehlt einer. Mhm, der ist wahrscheinlich eingelegt. Das sind doch Fotos. Und das da ist ein schon Film. Wieder ein Tee. Das ist ein chronischer Teetrinker. Ha! Alkaloide von Gebirgspflanzen. Nice, der mag Pflanzen. Filme, Tee. Bis jetzt finde ich den echt sympathisch. Auch mit der Leinwand hier. Also bis jetzt finde ich den echt ultra nice, den Dude oder die Dudine, die hier wohnt. Mhm. Man kann sich unterhalten, ne? Ja. Rauchen wir hier irgendwas? Wir können hier gar nichts machen, ne? Nee, wir können uns nur umgucken. Und Stress haben. Ich bin so verwirrt, warum hier nichts passiert. Er ist halt nicht so schön eingerichtet, finde ich. Oh, unangenehm. Kinderbilder. Kinder sind auch gruselig. Diese Gänge auch. Hier ist nichts, weil alles blau ist. Hier ist eine Uhr. Alter, der Schatten. Oh. Aber du wirst jetzt auch wieder nervös, weil du nicht ballern kannst, ne? Ich merk schon. Ja, ja, das ja, Ding ja. ist halt, hier passiert gleich irgendeine kranke Scheiße und ich habe auf solche Schockmomente gar keinen Bock. Links von dir. Musik. Blumen. Schön. Das Harlem Shake? Das ist eine schwangere Frau. Okay. Weird. Ha! Die hat das letzte Ding. Ja, dann nehmen wir uns das, ne, und hauen wieder rein. Und die bringt uns jetzt um. Alter, guck dir die ganzen... Ja, aber guck dir die ganzen Dinger da oben an. Die hauen uns gleich, ne? Okay, wichtige Sache an der Stelle. Haben wir gerade Heilung? Ja, zwei Stück. Haben wir Munition? Sind wir voll aufgeladen? Ja. Hast du Ehre in deinem Arsch? Ja. Gut. Dann sind er wir bereit. Er ist richtig nervös. Ha!
Was schrägst du dich denn so? Mann, weil ich kann ja auch nichts für. Ja, war klar. Ich habe so lange auf dich gewartet. Lara, lass mich in Ruhe. Ich bin eine viel bessere Tochter als Rose. Bitte, darf ich bei dir bleiben? Für immer. Was? Jetzt hat er die zusammengebaut. Wo ist meine Waffe? Das ist Mia, oder? Wie, wo ist meine Waffe? Wir haben keine Waffen mehr. Gut, dass wir nach der Munition geguckt haben. Das wird lustig, wenn wir da jetzt Level ohne Waffen spielen. Okay, wenn ich schon solche Nachrichten sehe wie Enjoy Chat, vielleicht präventiv mal das Emote Only reinhauen. Ist schon da. Perfekt, sehr gut. Hä? Wir sind, glaube ich, wieder hochgescrollt nach dem Chat, oder? Oh, noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie das immer passiert. Du stoßt an. Das ist eine alte Singer. Meine Oma hatte so eine. Aber meine Oma hatte eine noch ältere mit so Tretpedal. Hm. Oh, da können wir speichern. Das ist schon mal gut. Vielleicht ist das unser Safe Room. Unser Safe Room? Ich habe das gerade sehr seltsam ausgesprochen. So. Okay. Ich kann die komplett untersuchen. Ja, das ist Mia. Das war wahrscheinlich die erschossene Mia. Also das ist ein Foto von, nachdem wir angegriffen wurden im Haus, ne? Aber hatte sie nicht hellere Haare? Nee, die hatte schon dunkle Haare. Ja. Sicher? Ja. Diese Puppe ist Mia? Wir fangen unten an, oder? An den Füßen oder hier. Das ist der Ehering. Ring abziehen, geil. Geht nicht. Oder? Hast du A gedrückt? Ja. Nice. Jetzt ist es deine Ex-Freundin. Jetzt sind wir geschieden. Ich finde das sehr unangenehm. Wir nehmen ja das Bein ab. Oh, ein Schlüssel. Schlüsselteil? Die Aufziehschlüssel. Wie so eine Puppe, die so rumläuft dann. Ne? Mhm. Ich finde das super unangenehm. Dass wir die so auseinanderbauen? Mhm, und die an ja, also dieses langsame dran entlang fahren. Hä? Sind das Augen, die sich öffnen können? Das sind Augenlider. Ich kann damit nichts machen. Nee, eh noch nicht wahrscheinlich. Das kommt wahrscheinlich noch. Silberner Schlüssel. Oh nein, 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 nein. So, wir müssen den Mund untersuchen. Die Tür, kommen wir rein mit dem. Da ist doch was gewesen gerade. Das ist die Aufnahme gewesen von wo sie noch schwanger war. Was ist das eigentlich für ein Psychoterror, dass du deine Tochter, du wirst in deinem Haus überfallen, deine Frau wird erschossen, deine Tochter wird entführt, jetzt hast du deine Tochter in einem Einmachglas wie so eine Essiggurke und jetzt hast du eine Puppe von deiner Frau. Und kriegst Aufnahmen von der Schwangerschaft deiner Essiggurk-Tochter vorgespielt. Ist schon krass, ne? Der fehlt ein Auge. Vielleicht können wir ihr das. Achso, nee, wir haben das ja verkauft, das blaue Auge. Oh, Aufziehschlüssel. Nee, eine Zange oder so brauchen wir. Das ist der letzte Film, dieser dritte Film. Ich guck nur gerade, ob ich noch irgendwas anderes habe. Damit geht's wahrscheinlich auch nicht. Nee. Dann müssen wir das noch finden. Im anderen Raum, wir haben jetzt einen silbernen Schlüssel. Ich finde das so unangenehm, dass hier nichts passiert die ganze Zeit. Das ist gruselig. Schafft in mir einfach eine ganz unangenehme Stimmung. Ich merke auch, dass du viel unentspannter bist als mit der Waffe in der Hand.
so einfach, oder? Die sieht nicht weniger gruselig aus jetzt als vorher. Ich habe Angst, dass wir die zum Leben erwecken. Mit einer Schere. Wir müssen das aufschneiden. Ja. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die zum Leben erwecken. Also das finde ich jetzt das erste Mal in diesem Spiel richtig unangenehm. Den Anfang fand ich richtig schlimm, als wir angefangen haben, das Spiel zu spielen. Und das macht mich richtig, das macht mich richtig fertig gerade. Also ist das okay gerade noch, oder? Doch, ja klar, wir zocken ja einfach weiter, aber es ist so, weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach eine übertriebene Reaktion. Nee, ich fühle das. Es ist einfach gruselig. Ich finde auch, dass man sich einfach sehr viel hilfloser fühlt, sobald man auch keine Waffen mehr hat und keinen sichtbaren Gegner mehr hat. Du weißt halt nicht, wovor du Angst hast, und das macht Angst. Diese Kisten gab es bei Resident Evil 7 auch. Konnte man auch aufschließen, aber die hier scheinbar nicht. Wir haben auch keine Waffen zum Kaputtschlagen. Ist wahrscheinlich wieder so ein Easter Egg mäßig. Wahrscheinlich, ja. Sind das Babys? Oder Puppen? Ja. Ja, irgendwie, oder so. Ich wollte, sind Babys oder Puppen, ja. Ja, ein Schrank! Ja, diese Dreckschränke, die mal leer sind. Ja, das gibt einem jetzt so ein bisschen Outlast-Vibes, ne? Ja. Ja, erstmal ausatmet. Bitte sag mir, dass wir uns nicht vor Dingen verstecken müssen. Oh, wenn wir diese Puppe zum Leben erwecken und wir uns dann von der verstecken müssen, dann bin ich aber raus hier. Hier musst du sicher was abwaschen. Nachher. Warte mal aus, kostet alles Wasser. Blutiger Ring. Ha! Also jetzt reicht's mir mit dir. Also was ist mit dir denn los? Der hat ihn nur abgewaschen. Der Sound. Der Sound. Ha! Nein! Siehst du die ganzen Lulz im Chat, ne? Mm. Ist sie gut? Mm. Ist sie traurig? Nein. Aber ich bin halt angespannt, Digga. Okay, sie ist noch da. So, aber packen wir den Ring jetzt wieder dran? Oder wie, oder was? Kannst du den Ring in den Mund packen? Noch mal einmal. Das haben wir noch nicht probiert, das Einzige ist, ne? Aber mit dem... Ups, nee. Dem Ring kommen wir doch nicht an den Dings ran. Du kannst den Blickwinkel auch ändern. Den Blickwinkel? Kann ich den Kopf neigen? Also es stand gerade da, Blickwinkel ändern mit der Maus. Ja, so. Achso, da kann man sich's nur schöner anschauen. Nice. Sonst haben wir nichts übersehen, ne? Ist vielleicht irgendwo in den Armen. Also hier sind wir... Ah ne, da ist noch was. Ja, aber die Tür kriegen wir nicht auf. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Ja. Vielleicht hängt in einem der Gliedmassen was drin, was wir benutzen können. Mhm. Diese Babyköpfe, ey. Hm. Diese Uhr, ne? Können wir die Tür wieder öffnen, aus der wir gekommen sind? Dumme Frage. Zahlenkombination. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich erst in den anderen Raum, damit wir das wieder öffnen. Ha! Da ist was offen! Da hätten wir schon die ganze Zeit lang gehen können. Ja, du musst mal ein bisschen... Mein Blutdruck auch mit in Betracht ziehen hier. Tut mir leid. Jette, das war's! Es ist einfach schön. Okay, wir brauchen so eine Platte. Was brauchen wir? Ich hab
hingeguckt? Hierfür brauchen wir so eine Platine. Ja, das ist vielleicht das in ihrem Mund. Nein, das ist ein kleiner Film. Ne? In ihrem Mund ist so ein Fotofilm. Okay, ist das vielleicht... Nee. Also hier haben wir... Nee, hier haben wir noch nicht alles. Hier ist ein Ausrufungszeichen noch. Aber wir haben die Schere noch nicht. Gab es hier eine Schere? Nee, ne? Und warum haben wir diesen Ring jetzt? Warum können wir uns in dem Schrank verstecken? Links von uns, die Waage, hast du was aufgeploppt? Ne, das war nur der Glasschimmer. Wallah. Wallah. Die Tür, also das ist auch, der ist auch fertig, der Raum. Wir müssen hier ist jetzt auf. Nee. Doch. Da, wo wir rauskamen. Andere Sache. Guck mal nach Zahlen in dem Raum. Ja, ja. Das stimmt. Das stimmt. Hier war nichts drauf, ne? Kann man es wenden? Ja, hier ist nichts drauf. Mit Zahlen-Combination. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Bei den Gliedmassen haben wir auch nirgendwo eine Zahlenkombination dran gehabt, ne? Meinst du bei denen hier? Ja, ja, genau. Und bei ihren. Also das Einzige, was hier natürlich noch drin war, ist dieses... Das müssen wir doch mitnehmen zu der Tür, oder nicht? Wir müssen das rausholen. Aber wie? Ist das die Platine? Ich weiß ja, ja. Nicht. Ziemlich sicher. Aber wie? Oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Doch, safe. Aber es ist dann, nee, es hat eine andere Farbe. Das, die linke Platte, warte mal, an der Tür. Der schaut, das ist das gleiche Symbol, das sie im Auge hat. Der hat auch so einen Raben im Auge und ich glaube, wir müssen da das Richtige einstellen zu dem, was sie im Auge hat. Und das ist das, was sie im Auge hat. Nee, die waren zu. Ja, ja, genau. Das waren drei Augen, die zu sind. Ja, ja, ich wollte nur gucken, was sonst da ist. Und da müssen wir gucken. Ich bin mir nicht sicher, welchen Raben sie hatte. Den? Den? Ich geh nachgucken. Diese ganzen Not-Like-Days, wir haben irgendwas Offensichtliches übertrieben übersehen. Das ist der mit dem Dreieck. Okay. Irgendwas haben wir, irgendwie sind wir richtig dumm. Wir haben irgendwas richtig Wichtiges übersehen. Ich glaube, dass wir, wenn wir das aufschneiden, dass wir dann wahrscheinlich bei ihr das Ding kriegen, das wir brauchen, um das hier einzusetzen. Ja, Schere, ne? Ja, wir haben wir nicht irgendwas? Wir haben nichts, ne? Nee. Sag mal, bin ich, also was, bin ich immer so ein bisschen, weil das Ding ist halt, wenn man es dann weiß, dann denkt man so, ah ja, Digga. Aber ich stehe gerade ultra auf den Schlauch. Wir haben auch, kann man den Ehering wieder an den Finger von ihr zurückpacken? Nee, habe ich schon überlegt, aber man hat hier keine Möglichkeit. Also wir haben wirklich nur noch den Oberkörper. Warte mal, vielleicht hier drüben. Da können wir nichts mehr looten. Ja, ich weiß, aber das... Ja, stimmt. Defeat. Es muss irgendwo hier drin sein. Ja, yeah, I know. Haben wir eine Kombination? Nee, haben wir noch nicht. Aber ich glaube, die kommt auch erst als nächstes. Von The Feels. Weil ich kann die auch nicht anwählen. Ich kann hier nicht ein Dings nehmen. Kannst du diesen Teller da links nehmen? Oder was ist denn das in der Mitte? Eine Blume. Das kann man aber nicht nehmen, ne? Nee. Bügeleisen. Da ist eine 5 drauf. Oder? Jetzt sieht man so Zahlen, wo keine sind. Chat rollt halt rein. Wo soll ich denn wissen, was hier abgeht, Mann? Ich hab so einen Stress. Pia, benutz doch bitte auch immer deinen Kopf jetzt. Was ist denn da links oben für eine Blume? Sonnenblume. Cool. Das hilft uns jetzt nicht weiter.
Ist dieser Schrank vielleicht noch? Okay. Hier ist auch nichts. Ja, mir ist schlecht vor Aufregung. Ich bin so lost, ich weiß nicht. Untersuch das nochmal. Also das da oben, ja. Pack den Ehering rein. Versuch alles aus. Definitiv nicht. Das ergibt ja auch gar keinen ja, Sinn. Ja, aber irgendwie müssen wir die doch aufziehen können, oder? Die Puppe. Ich komme mir gerade übelst dumm vor. Ja, lass dich nicht vom Chat trollen. Die haben alle schon Let's Plays gesehen und finden es lustig, weil sie es woanders gesehen haben. Lass dich nicht ärgern. Ja, sie will eine Schere benutzen. Und an den Mund kommen wir auch nicht ran, ne? Ja, der Mund ist halt... Da haben wir auch schon alles ausprobiert, right? Ja, ja. Das Video geht auch einfach gerade 3 Stunden, weil einfach nichts passiert. Ja, man muss ja auch mal... Hat sie vielleicht uns irgendwas Wichtiges gesagt? Wir sind dumm? Nee, wir hatten nur... Sie hat was von einem Tritt gesagt. Der Tritt war fest. Weil sie schwanger war. Ich bin wirklich ultra überfragt. Und du bist auch nicht in der Lage, ne? Was bin ich nicht in der Lage? Ja, also du weißt auch nichts. Ich versuche mitzudenken, aber ich sehe genauso viel wie du. Dann haben wir hier, was war das denn vorhin? 04, 07, 08. Ja, aber ich glaube nicht, dass das nochmal das gleiche ist. Ich glaube ich auch nicht, aber... Das war, glaube ich, 07, 04, 08. Also... Ja, Leute. Ich würde für YouTube an dieser Stelle mal Schluss machen. Und wenn wir gleich einen Hint haben, dann steigen wir wieder ein. Wir müssen auch sowieso mal den Kanal jetzt wechseln im Livestream. Tut mir leid, wenn das jetzt auf YouTube gerade so ein blödes Ende ist, aber ich will jetzt ja auch nicht das unnötig strecken. Wir überlegen jetzt mal kurz und wechseln den Twitch-Kanal. Bis zur nächsten Folge. Ehre in den Arsch.